Hallo meine Lieben und willkommen. Heute möchte ich mit euch mal etwas ganz Neues starten. Und zwar reden wir über die Geschichten der Sternzeichen. Und anfangen werden wir mit den Sternzeichen vom Januar, den Steinbock. Das Sternbild des Steinbocks gehört zu den ältesten Sternbildern. Der griechischen Mythologie zufolge soll es an Pan erinnern. Der Gott Zeus setzte es zum Dank für Pans erfolgreichen Einsatz bei der Schlacht der Götter um die Weltherrschaft an den Himmel. Über die Herkunft des Pan weiß man nichts Genaues, aber er wuchs gemeinsam mit Zeus in Kreta auf. Pan trug an seinem wolligen Kopf zwei kleine krumme Hörner. Seine Beine und Füße waren die einer Ziege und er hatte einen Schwanz. Er liebte den Gesang und das freie Leben in der Natur. Und er entwickelte eine unersättliche Neigung zu hübschen, jungen Frauen. Und nicht zu vergessen zum Alkohol. Von dem konnte er Unmengen vertragen. War er aber dann doch betrunken, gab er bald ein Gekröle von sich, das so fürchterlich klang, dass er damit alles und jeden umgehend in die Flucht schlug. Noch heute spricht man in Erinnerung daran von panischen Schrecken. Als die olympischen Götter in der großen Entscheidungsschlacht gegen die Titanen und die Giganten der Erdmutter Gaia zu unterliegen drohten, erwies sich Pans Gekröle als eine wirksame Waffe. Pan verjagte diese übermächtigen Gegner nur mit seiner furchtbaren Stimme. Schaut man sich auf alten Sternenkarten die allegorischen Darstellungen des Sternbildes Steinbocks an, zeigt sie einen Ziegenbock mit einem gekringelten Fischschwanz. Das hat eine bestimmte Bedeutung, aber da kommen wir noch hin. Schon bei den Sumerern, so um 2800 vor Christus, trug das Sternbild des Steinbocks den Namen Ziegenfisch. Offensichtlich ist das Sternbild des Steinbocks nämlich sehr viel älter als die Mythologie der griechischen Klassik. Nun, der Mythos des Steinbocks ist mit dem Pan, dem Gott der Wildnis, Schäfern und Herden, der Natur, der Bergwelt und der rustikalen Musik verbunden. Wie schon gesagt, er hat Ziegenbeine und das Musikinstrument, das er spielt, ist die Panflöte, die eine besondere Liebesgeschichte einer Frau erzählte, die ihren Hof fürchtete und vor seinen Komplimenten davonlief. Eine der Geschichten von Pan spricht von einer Versammlung von Göttern, die von Typhon, dem monströsen Riesen, unterbrochen wurde. Aus Angst änderten alle Götter ihre Gestalt, während Pan in den Nil sprang und seine Beine in einen Schwanz des Fisches und seinen Oberkörper in eine Ziege verwandelte, um das Monster zu verwirren und es mit seinem Aussehen zu verscheuchen. Die wichtigste Geschichte, die sich hinter Steinbock nämlich verbirgt, ist die, in der Zeus von einer Ziege unterstützt wurde, die das furchterregende Horn namens Panikos erfand, als er auf seiner Mission, die Titanen zu besiegen, die Titanen besiegte. Das Horn wurde im Meer entdeckt und das erklärt auch den Fischschwanz, der der Ziege gegeben wurde, während das Horn wohl eine Muschel war, die ein Geräusch von sich gab, um alle Titanen in Panik zu versetzen. Als die Titanen schließlich von den Olympioniken besiegt und in die Umwelt geschickt wurden, jeden Tag, als die Nacht hereinbrach, herrschte Angst, dass die Titanen am Horizont aufsteigen würden. Nun, das Wort Panik leitet sich vom Namen des Gottes Pan ab, oder eigentlich eher von Panikos, dem Instrument. Jede Version des Mythos, die mit den Zeichen des Steinbocks und seiner entsprechenden Konstellation verbunden ist, handelt hauptsächlich von Angst. Dass Angst die Menschen dazu bringt, ihre Gestalt zu verändern und vorzugeben, das zu sein, was sie nicht sind. Die Angst ist das, die jeden um eine Person herum packt und sie zwingt, Schmerzen zu verursachen. Man kann eine Frau sehen, die vor den Komplimenten eines Mannes davonläuft, aber auch eine Frau, die einen Mann mit einem seltsamen Aussehen fürchtet, dass sie an einen dunklen Ort erschreckt, während sie allein ist. Wir können die Kraft der Angst erkennen, die noch mehr Angst erzeugt, wenn Pan zum Beispiel selbst zu einem Monster wird, um Typhon zu vertreiben.
Darüber hinaus kann man alle möglichen Probleme mit der unteren Körperhälfte sehen. Die Angst in diesen Geschichten verblasst nie. Auch die Kraft. Und sie ist auch da, selbst wenn der Kampf vorbei ist, in Erwartung der Rückkehr des Feindes. Und damit sind wir am Ende von den Sternzeichen des Steinbocks. Ein sehr hübsches Sternbild. Klein ist es, also es ist wirklich sehr klein am Himmel. Ich glaube, eins der kleinsten sogar. Aber trotzdem hat es eine wunderschöne Geschichte, die von Mut, Angst und sehr viel Abenteuer spricht. Und man kann sogar etwas daraus lernen, nämlich, dass man nicht immer nach den Äußeren gehen sollte, sondern nach den inneren Werten. Die zählen viel mehr als das Äußere. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst. Wir hören uns dann nächsten Mal wieder. Ciao!